Die Reality-Stars lieben es, sich für das Gruselfest in aufwendige Looks zu werfen. Auf der Halloween-Party von Denise Merten präsentieren sie ihre schaurigen Kostüme. Promiflash fasst die kreativsten Outfits für euch zusammen. Bachelorette-Kandidat Martin Michelius tauscht seinen sonst so gewohnten sportlichen Kleidungsstil gegen ein blutiges Arztkostüm ein. Jan und Devin, die Martin aus der Kuppelshow kennen, glänzen in einem Partnerkostüm, das mit roter Farbe gruselige Akzente setzt. Annemarie Eilfeld verkleidet sich als einer ihrer Lieblingscharaktere. Ich bin Sally von Nightmare Before Christmas von Tim Burton, einen meiner Lieblingsfilme. Gucke ich jedes Jahr und cosplaye ich dies Jahr. Dana Feist stiehlt als gefallener Engel allen die Show. Ihre Are You The One-Kollegin Tara Tabita verliert für ihren Look fast einen Zahn. Ja, ich habe ein paar Schnittwunden davon getragen, weil ich die Kontaktlinsen so schnell aufmachen musste und ich musste mich entscheiden, entweder ein Venier bricht ab oder ich schneide mich, ja. Aber die Kontaktlinsen sitzen und ich war pünktlich. Kate Merlands Styling braucht lediglich eine Minute, wie sie selbst sagt. Ihr Ex-Flirt Patrick Fabian komplettiert seinen Look nur mit einer schaurigen Maske. Gastgeberin Denise scheut für ihre Party keine Kosten und Mühen. Ich saß jetzt so 2,5 Stunden in der Maske, glaube ich. 2,5 Stunden mit Umziehen, so 3 Stunden hat das schon gedauert. Für eine gelungene Party nehmen die Stars das aber sicherlich gern in Kauf.